Und mit dieser gruseligen Musik begrüße ich euch ganz recht herzlich zurück zu Let's Play Vampire's Dawn Reign of Blood. Ja, ich wollte eigentlich noch ein bisschen leveln, nur kurz, bevor ich halt, ja, mich in der Pyramide umschaue. Und da bin ich auch mal dem Sandwurm begegnet. Und das habe ich eben Offplay schon mal gemacht und ich habe dann mal einfach versucht, ob ich ihn besiegen kann. Ich kann es inzwischen. Ich bin gespannt, ob es jetzt laufen wird wie bei Albraxas, dass ich erstmal versage. Oder ob ich ihn jetzt sofort für dich geschlagen kriege. Versuchen wir das nochmal. Was für ein riesiges Vieh. Und was für eine gruselige Horrormusik. Gleich mit Sicherheit nicht mehr. Genau, Kampf. So, wie habe ich das denn eben gemacht? Ich hab's vergessen. Ich habe eben böses Omen gemacht. Du machst Schockfrost. Und du... Ich habe dann überlegt, ob ich Schwäche machen soll, aber nein. Nein. Chaos, meine lieben Freunde. Ich habe eben, glaube ich, sogar nur 30 abgezogen. Cool. Oh nein, er ist nicht verflucht. Er ist nicht verflucht, er ist nicht eingeschlafen. Das hat er eben aber schon gemacht. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das müssen wir gleich nochmal probieren, dass ich ihn noch mehr Schwäche. Schockfrost nochmal. Vielleicht soll ich doch Schwäche machen, aber nein, du machst nochmal Chaos, bitte. Fluch ihn. Oh nein. Komm, mach andere. Gott sei Dank, er schläft ein. Das ist wichtig, dass er einschläft. Aber ich habe ihn eben auch verflucht. Deswegen. Achso. Auch gut. Jetzt ist er echt keine Gefahr mehr gewesen. Mit Zaubern und sowas ist alles okay. Gut. Ja, 600 Erfahrung, starke Seele. Schön. Wenn ich daran denke, was ich für Probleme mit ihm hatte, ne? Dieser Part, so der Sandwurm ist so ein unfaires Arschloch. Und jetzt so von wegen dreimal angegriffen, tot. Geil. Eben hat er mich wirklich gar nicht angegriffen, als ich das Offplay gemacht habe. Ne? Da habe ich den Ruckzuck fertig gemacht und ihn noch mehr geschädigt mit Chaos. Habe nochmal Schwäche auch drauf gemacht und der kam gar nicht dazu anzugreifen. Aber so ist auch okay. Bin ich mir zufrieden. Und wieder ein Monster weniger. Verdammt, sind wir gut. Und sofort der nächste Kampf. Ich habe noch gar nichts gemacht. Ach Leute, das ist doch unfair. Aber na gut, okay. Ach schön, aber ich freue mich total, wisst ihr das? Könnt ihr euch garantiert vorstellen. Das ist fein, das ist richtig fein. Ach ja, schön. Ja, haben wir den Sandwurm besiegt. Das heißt, wir können gleich dann zurück nach Blombar und da schon mal... Nice! Richtig nice. Und können da schon mal die Quest abgeben. Bei irgendeiner Wache war das auf jeden Fall, das weiß ich noch, weil ich das auf dem Zettel nachgelesen hatte vor gar nicht mal so langer Zeit. Ja. Der Sandwurm ist auf jeden Fall erledigt und das freut mich. So, wir müssen auf jeden Fall dringend unser Blut mal wieder auffüllen. Und du verteidigst dich mal. Deswegen darfst du nicht angreifen. Wie sieht das immer aus? Ey, jetzt darfst du ihm echt direkt am Sack trinken. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Ich wollte es ursprünglich ja so, dass alle paar Schritte ein paar Kämpfe kommen, um halt hier, ja, demnächst besser zu sein. Aber so ist auch okay. So, du darfst auch mit Blut trinken. An der Echse und du... Du machst erstmal gar nichts, ehrlich gesagt, weil du ja sofort dann dran bist. Deswegen, dass ich die Reihenfolge sonst nicht festlegen kann, ist halt auch schade, ne? Das wäre sonst eine coole Sache gewesen, dass man noch irgendwie auswählen kann, wer zuerst angreifen soll. Aber ich weiß gar nicht, ob sowas geht. Nee, ich fange stark an zu bluten. Hallo, was bist du denn für ein Arsch? Du Riesenbaby. Echt, der Video, das sieht aus, als hätte so eine Windel um. Stirb. Geht doch mal gar nicht. Bringt er mich zum Bluten, der Sack. Im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen trinke ich dir auch immer am Sack, weil du einfach ein Sack bist. Wo ist die Stadt geblieben? Ich sehe es nicht. Ach, hier. Bin fast da. Bin fast da. Es ist fast geschafft. Halte durch, meine kleinen Vampirchen. Ach ja, ich bin sehr gespannt gleich auf die Pyramide. Wisst ihr das? La 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 la. Stadt, 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 Stadt hier. La
This is the end, you know. Bist du die Wache gewesen? Oh ja, perfekt. Ihr habt es tatsächlich geschafft. Der Boden ist ruhig, der Sandwurm ist tot. War ein Kinderspiel. Diesmal stimmt es tatsächlich. Hier, nehmt dies als Belohnung. Die ganze Stadt steht in eurer Schuld. Ein Ring des Geschicks erhalten. Nett. Es ist ein sehr alter magischer Ring, doch ihr habt ihn euch verdient. Yeah, ich bin so cool. Habe ich noch mehr eigentlich zum Verkaufen? Hatte ich jetzt schon Silberbarren eigentlich hier auch drin? Ich will diesen Lichtring eigentlich loswerden, wisst ihr, das stört mich total. Aber ich weiß nicht, ob ich noch beim Kampf gegen den Pharao gebrauchen könnte. Deswegen, das finden wir jetzt noch heraus. Wir laufen nochmal zur guten Pyramide, einmal über den Rasen. Warum auch immer hier eigentlich... Hi, schlag noch ein bisschen lauter die Türen, Leute. Laufen wir eben nochmal dann dahin und dann wird alles gut. So, du verteidigst dich nochmal, weil das will keiner, dass du angreifst. Unsere Vampirchen müssen trinken. Deswegen, Elaine, du brauchst eigentlich auch nochmal ein bisschen Blut, ich weiß, aber... Da, guck mal, die können uns doch eh nichts, ne? Obwohl wir jetzt nur Sonnenmäntel tragen. Ich hätte schon fast Bademäntel gesagt, ja, weil wir in Bademänteln rumlaufen, ne? Genau. können die uns trotzdem nicht. Schön. Da ist ja auch schon die Pyramide. Alte Pyramide. Seid ihr auch so gespannt wie ich, Leute? Also ich bin es auf jeden Fall. Schade, echt nichts drin irgendwie so? Nee, hier auch nicht. Oh, ich bin sehr gespannt. Statue, irgendwas mit euch hier? Nee? Und was ist das hier? Wahrscheinlich unser Ausgang, wo wir später rauskommen werden. Merkwürdiges Ding. Ja, das wird wahrscheinlich unser Ausgang sein, später oder sowas in der Art. Nehme ich mal stark an, jedenfalls. Blutflasche. Das ist nett. Gehen wir zuerst nach rechts. Ach du Scheiße, was für ein Irrgarten. Das wird ein Spaß, sich hier durchzuwurschteln. Was kommt denn hier? Ein Skorpion. Jumbrader lässt grüßen. Hi. Ich bin noch viel zu langsam zu Fuß. Also ich verwandle mich allein schon deswegen gleich noch meine Fledermaus. Oh, wie niedlich. Oh. Ich müsste hier rein theoretisch auch meine Ausrüstung wieder umändern können, oder? Ich möchte den Sonnenmantel nämlich nicht tragen, ehrlich gesagt. Ich möchte... Ja, der wäre natürlich nicht schlecht. Och, ich weiß nicht. Das ist eigentlich auch so schwach. Ich will das gar nicht. Kriegermantel. Dadurch ist die Abwehr höher. Das ist geschickt. Und davon habe ich vor allem drei Stück. Wisst ihr was? Ihr kriegt jetzt alle einen Kriegermantel. Der ist doch viel schöner als dieser Sonnenmantel. Machen wir das mal so lange. Geht das oder kriege ich dann Schaden? Nein. Antikrankheitsserum. Sehr schön. So, dann verwandle ich mich jetzt mal. Fledermausmäntelchen. Also solange hier erstmal nur Fledermäuse kommen, bin ich einverstanden. Flammentrank. Das wollte ich ja schon länger mal wieder. Kann ich hier rein? Hallo, ich würde hier gerne... Was da wohl rausgekrochen ist. Okay, also wir müssen anscheinend so oder so auf jeden Fall gegen eine Mumie kämpfen. Mindestens eine. Oh, eine Königsviper. Hallo. Aber du kannst eigentlich nicht sehr viel stärker sein als diese Schneevipern. Genau, also... Die Gegner hier machen uns wirklich gar keine Angst mehr eigentlich. Das sind aber schon die nächsten Treppen. Aber da ist auch eine Treppe. Oh je, oh je, oh je. Aber hier ist wirklich auch überall was drin irgendwie. Ach, das ist die andere Treppe garantiert, durch die ich hier runtergekommen wäre. Die Regale sind... Hier sind leer. Und du? Auch leer. Okay. Ne, das ist einfach nur der andere Weg. Das muss ich eben kurz auskundschaften. Eine Mumie. Hallo. Bist du aus dem Sack gekommen, den ich gerade gesehen habe? Ihr seid ja echt schwach, das ist toll. Genau so habe ich mir das gewünscht. Genau so, ein Schlag und Gegner tot. Ja, genau, das ist der andere Weg. Perfekt. Dann haben wir das schon mal ausgeschlossen hier, die Möglichkeit, dass hier noch irgendwo irgendwas sein könnte. Das heißt, es ist nicht so schlimm. Ah, das ist mal sehr schön. Welche Treppe wir nehmen? Okay... Aber das ist so richtig Tomb Raider-Feeling hier mit Fallen und sowas. Das gefällt mir. Das ist cool, vor allem, dass man das hier jetzt so sieht.
und ich einfach blindlings in die Falle tappen kann, dass man das sieht, wo was ist, zumindest bisher. Es könnte ja noch fieser werden, aber das wollen wir mal nicht hoffen. Trank der Ewigkeit. Kann ich damit die Fallen deaktivieren? Schade, nein, zu früh gefreut. Ah, hab ich mich erschreckt. Ah, der nächste Kampf. Ah, schön, hallo. Das ist natürlich blöd, wenn nur noch hier solche Gegner auftauchen, bei denen kann ich garantiert kein Blut trinken. Das heißt, hier ist es natürlich wichtig, viel Blut zu haben, auf jeden Fall. Also viele Bluttränke, meine ich. Obwohl ich beim Skorpion vielleicht Blut saugen könnte, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Bei der Mumie garantiert nicht. Weil die ist ja alt und verwest und sowas und deswegen. Aber das Gute ist, ne, wie viel Zeug wir hier kriegen. Das ist ja wirklich unglaublich. Und ja, ich sollte mich gleich wieder verwandeln. Obwohl ich so natürlich nur mal gut Seelen und Erfahrungspunkte sammeln kann. Ich habe gar nicht darauf geachtet. Ich glaube, das ist aber normale Seelen, oder? Ich hatte echt überhaupt nicht gerade richtig hingeguckt, deswegen. Ich weiß es nicht. Oh, Gott sei Dank. Das ist fies, dass sie das können. Na, was seid ihr denn eigentlich? Nee, starke Seelen sind es tatsächlich sogar. Na, ich verwandle mich auf jeden Fall nochmal, aber ich gönne dir erstmal eine Blutflasche, würde ich mal sagen. Dann bist du fast wieder ganz voll. Du kannst auch auf jeden Fall was vertragen und du auch. Ich will euch eigentlich nicht zu viel geben. Sagte sie und tat es doch. Fliegen wir weiter. Ich bin sehr gespannt, wann wir auf den Pharao treffen werden. Heilbalsam. Auf jeden Fall finden wir hier viele Heilgegenstände, was ich gut finde. Da ist eine Treppe, da will ich noch gar nicht hin. Und ich sehe hier was, was ihr nicht seht. Wo ist der Geheimgang? Miep, ein Kampf in der Dunkelheit. Gut, dass wir so stark sind, dass wir so schnell killen können. Einen blauen Stein nochmal, das freut mich doch sehr. Na komm, hier war doch irgendwo gerade der Geheimgang. Ah, sehr schön. Speicherstein, das freut mich sehr. Was ist denn hier noch so schönes? Hier sind auch nur Treppen. Ist hier noch irgendwie was, wo ich auf die andere Seite mitkomme? Geht so nicht unbedingt, aber doch da, an der Seite ist noch was. Oh Leute, ich glaube, das wird eine Quest wie Abraxas Turm. Leider. Wie du weißt aus. Sau, stirb. Geht doch. Nein, bitte nicht. Gott sei Dank. Wir sind auf jeden Fall so stark und widerstandskräftig, dass sie uns nicht mehr wirklich anhaben können. Das freut mich unglaublich, glaubt mir das. Aber ich glaube, das könnt ihr mir auch glauben. Das ist wirklich gut, dass wir so stark sind. Gut, dass wir so stark sind. Echt, ey. Magiergürtel. Ist hier noch irgendwo was? Ging es von hier aus noch weiter? Leider nicht. Na gut. Ey. So. Na gut, dann gehen wir erstmal hier jetzt runter, würde ich sagen. Wir müssen viele Prüfungen hier bestehen, Leute. Das weiß ich jetzt schon. Ah, nicht ausweichen. Das ist böse. Hallo, wieso weicht ihr denn jetzt aus? Sowas aber auch. Wenigstens ist der gelähmt schon mal. Jetzt will ich es mal herausfinden. Kann ich bei euch Blut saugen oder nicht? Das ist eben die Gelegenheit. Mal sehen, geht das? Nein, kein Blut zum Trinken. Ich hab's vermutet. Also hier ist wirklich eine Durststrecke in der Pyramide.
Au! Du kleines Monster! Also wirklich, schäm dich! Schämen solltest du dich, aber gewaltig! Das geht nicht! Das wäre noch schöner, wo kämen wir denn dahin? Magierschild. Not bad. Oh nee, nicht wieder sowas wie bei Abaxas Turm. Dann gehe ich wieder. Ich gehe hier erstmal nicht hin, ich habe da keinen Nerv mehr. Ich probiere erstmal die andere Seite aus, mal gucken, was uns da so erwartet. Mal ganz ehrlich, das will ich jetzt noch nicht wieder. Oh, aber hier ist zu. Hier kann ich noch gar nichts machen. Bei euch kann ich doch sicherlich aber Blut trinken. Ihr seid schließlich Schlangen. Das ist gut. Immerhin 20 Blut geben die. Ist besser als nichts auf jeden Fall. Au. Vernichte die Schlange. Huhu. Ah, genau. Und hier trinkst du noch mal ein Schlückchen. Nee, wenn ich schon mal hier Schlange hab. Was? Ach, Manno. Hab mich gerade so gefreut. Und jetzt das. Hier kommen wir vorerst nicht weiter. Scheiße. Das ist jetzt echt mies. Das ist richtig, richtig mies. Ach, Manno. Das kann ja ein Spaß werden. Ja, Leute, dann haben wir wieder mal einen. Dann werden wir wieder mal im nächsten Part sowas haben, wie in Abaxas Turm finde, den Weg. Aber hier ist es leider auch wirklich nötig, definitiv weiterzukommen. Ich meine, okay, das war es beim anderen auch. Na, aber. Naja. Das ist scheiße. Das ist echt scheiße. Das muss nicht sein, eigentlich sowas, aber. Wir müssen es ja wohl leider tun. Shit happens. Schade, 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 Marmelade. Au! Bist du doll? Hab ich dir das erlaubt, mich zu hauen? Nein? Ja, so ist brav, Elaine. Immer schön Kritz machen hier. Also so geht's ja nicht, ne? Wo gehen wir denn da hin? Wie viele Seelen habe ich denn aktuell? Fragezeichen. Habe ich wieder schön gesammelt? Hä? 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 Normale Seelen 19. Nicht schlecht. Starke Seelen 33. Also ich könnte dreimal schon mal wieder meine Statuswerte aufrüsten. Und ich könnte vor allem hier ein paar Sachen verkaufen. Ich glaube, das mache ich mal eben auf Play. Und dann werde ich hierher zurückkehren und dann mal so, ja, mir mein Zeug hier angucken, sag ich mal. Deswegen, soweit sollte es erstmal gewesen sein von meiner Seite aus. Ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Wir sehen uns hier im nächsten Part wieder und dann hauen wir wieder so richtig auf die Kacke und schauen uns hier mal weiter an der Pyramide um. Aber an sich gefällt mir der Bereich. Die Musik und die ganze Atmosphäre so. Ja, Tomb Raider Prince of Pearl... Persia-mäßig halte dieses ganze typische Zeug, was man sonst so halt liebt. Und das so mit Vampire's Dawn in Verbindung. Ich find's nicht schlecht. Und wir haben endlich diesen arschigen Sandwurm besiegt. Yes! Yes! Ja, lange dauert's auch nicht mehr, bis wir aufsteigen. Zumindest bei Elaine und Balnar. Asghar, der hechelt wieder mal ein bisschen hinterher, der Schwächling. Genau, den Wasserschrein kann ich auch eben nochmal. Ich habe ja jetzt einen blauen Stein nochmal. Hehehehe. Und, ja. Deswegen, ich bedanke mich bei euch, wie gesagt, ganz herzlich fürs Zuschauen, habe ich schon gesagt, ich bin ein bisschen verpeilt, es tut mir leid. Auf jeden Fall, hinterlasst doch bitte ein Däumchen nach oben, wenn es euch denn gefallen hat, was ich doch nur stark hoffe. Und schreibt mir auch gerne was in die Kommentare, was ihr von diesem Bereich haltet, ob ihr das auch so empfindet wie ich, so von wegen, ja, voll Tomb Raider-Feeling, oder ob ihr meint so von wegen, ach nee, ist zwar ganz nett der Bereich, aber es ist nicht so meins oder sowas. Das würde mich mal sehr interessieren. Von daher, bis zum nächsten Part, ihr Lieben, ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut, eure Vampi. Ciao!